Hallo Welt. Ich suche Menschen, die mit mir ein Buch lesen wollen. Das Ganze passiert im Februar und März im Rahmen eines Online-Kurses. Der Online-Kurs heißt Kinderzimmer Productions und dreht sich darum, was Kinder und Jugendliche in digitalen Welten mit digitalen Mitteln machen können. Und machen im Sinne von to make, nicht nur to do, also im Sinne von etwas herstellen, etwas produzieren, etwas erstellen. Und in dem Kurs gibt es Arbeitsgruppen und davon möchte ich eine gründen und diese Gruppe soll das Buch lesen. Jetzt ist die Frage, was hat das mit dem Thema zu tun? Das hat zwei Ebenen. Das erste, in diesem Buch von Cory Doctorow mit dem Titel Makers geht es, wie der Name schon sagt, um das Produzieren und zwar um das in der sehr nahen Zukunft, also es ist gar nicht so richtig Science Fiction, sondern eigentlich sozusagen Gegenwarts-Science Fiction, was man so alles machen kann mit dem, was uns zur Verfügung steht und in naher Zukunft noch viel stärker machen kann, selbst machen kann, zu Hause machen kann. Und das ist, wer Cory Doctorow nicht kennt, sehr, ja, irgendwo so zwischen Jugendbuch, aber auch, weiß nicht, begeisterungsfähige Erwachsene lesen das, glaube ich. Und sehr fundiert, also jetzt weniger auf Abenteuerroman, aber auch sehr auf Roman orientiert, mit sehr viel aber wissenschaftlichem oder technologisch-realistischem Hintergrund. Darum geht es also inhaltlich. Das Zweite ist, dass wir auch das Buch nicht nur wegen des Inhalts lesen können, sondern auch der Form halber, weil der gute Cory Doctorow das unter einer freien Lizenz ins Netz gestellt hat, können wir den Text auch direkt bearbeiten. Das heißt, man kann das Buch natürlich auf Papier lesen, das gibt es durchaus zu kaufen, einfach bei Amazon oder anderen Buchhändlern des Vertrauens, in digitaler oder in papierener Form. Ich habe aber auch ein Google Doc aufgesetzt, in dem wir dann direkt kommentieren können, unterstreichen können, markieren können, whatever. Ich habe mir überlegt, dass wir in folgender Reihenfolge vorgehen. Erstens das Buch lesen, bietet sich an, jeder für sich oder wenn man will, schon in Kommentarform in dem Buch auf Google Docs, dass wir dann verschiedene Fragestellungen diskutieren, die uns wichtig sind und das ist wichtig für den Online-Kurs, es soll bei jeder Arbeitsgruppe ein Ergebnis herausstellen. Wir wollen also etwas machen, etwas herstellen, etwas produzieren und auch darüber können wir uns gemeinsam verständigen, was soll da am Ende rauskommen. Es gibt verschiedenste Ideen, man kann sagen, wir haben einmal schon als Ergebnis das gelesene Buch, weil das ja bei uns zu sehen ist, dadurch, dass das markiert ist, kommentiert ist, hervorgehoben ist, etc., machen wir tatsächlich etwas mehr aus dem Buch, als man es sonst gewöhnlicherweise machen kann. Insofern ist es so ein bisschen die Grundidee von Reading as Making, die ich sehr interessant daran finde. Und ansonsten kann man sich auch viele andere kleine Sachen vorstellen. Wir könnten eine Liste unserer Lieblingszitate aufbauen. Wir könnten eine Liste zusammentragen all der Technologien, der Erfindungen, die in dem Buch vorkommen, die in dem Buch beschrieben sind. Das sind, ich bin jetzt erst auf Seite 50, aber es sind schon bisher sehr nette und lustige und interessante Sachen dabei. Wir könnten, weiß ich nicht, eine Buchrezension schreiben, den Wikipedia-Artikel zu dem Buch ausbauen, whatever. Das können wir gerne gemeinsam festlegen. Termine. Lesen. Wer mitmachen will, gerne ab sofort diskutieren. Ab 4. März, der Kurs beginnt schon vorher, aber die Arbeitsphase, nee, bis 4. März, Entschuldigung, habe ich falsch gesagt, diskutieren bis 4. März. So. Und dann hätten wir noch die Tage darauf, 5. bis 8. März ungefähr, um uns darauf zu einigen, was wir als Ergebnis herstellen wollen. Dann gibt es einen Feedback-Prozess im Rahmen des Kurses und dann wird das alles in eine Kursgalerie eingestellt, aber dazu mehr dann, wenn man schon dabei sein will. Es gibt eine ungefähre Einschätzung zur Zeit und zwar würde ich schätzen, dass man natürlich die Lesezeit braucht und dann, je nachdem wie stark man sich einbringen will, 2, 3, 4 Stunden nochmal für das gemeinsame Ausdiskutieren und Erstellen des Ergebnisses. Wer mitmachen will, nehme bitte Kontakt mit mir auf und dann starten wir diese Gruppe. Ich würde zur leichteren Diskussion auch noch eine Google Plus Community aufsetzen, in der wir die Diskussion und die Abstimmungsprozesse führen können, etc. Ich würde mich sehr freuen, wenn da ein paar Leute mitmachen wollen und wir dieses Buch lesen. Sagt nicht, dass es Englisch ist, das wäre vielleicht noch für den einen oder die anderen wichtig. Es ist Englisch, hat fast 600 Seiten, liest sich aber sehr, wie sagt man wohl, lockig, locker, flockig? Weiß ich auch nicht. Also keine schwere Lektüre, das wollte ich damit sagen. Bei Fragen, ich bin hier. Bis bald.